Gute. Ich erzähle euch was vom Workshop. Fangen wir ganz von vorne an. Alles begann mit Opa Arthur, das ist der Opa von Anna Melita, meine Freundin. Und der Opa hat sich ein Digital Immigrant, den man nur lieb haben kann, hat sich einen Facebook-Account gemacht und hat dort jede Menge Quatsch gemacht. Und als es dann darum ging, ein Weihnachtsgeschenk zu finden, haben wir uns gedacht, wir müssen dem alten Mann Facebook beibringen. Und haben gesagt, er braucht einen Workshop, und damit man ihm das schmackhaft macht, haben wir gesagt, holen wir noch einen Shoppe dazu und machen aus dem Workshop einen Workshop. So. Von dieser Idee hab ich dann im Büro erzählt und fanden alle super. Man sieht übrigens hier noch sein Teilnehmerzertifikat, das hat er sich gleich neben seinen Laptop gepackt. Und alle waren so begeistert, dass sie gesagt haben, Workshop, aus diesem Wort muss man irgendwas machen, wie man halt so ist. Ja, man, Wort da, man registriert erstmal die Domain und den Twitter-Account und dann überlegt man sich, was man daraus macht. Haben wir dann. Workshop ist eine Mischung aus Work und Shoppe. Also, was steckt da alles drin? Hallo. Also, wir verbinden Apple mit Appler, das Web mit dem Gerippten. Es gibt immer ein Vortrag, was Wissenswertes, es gibt Shoppe, also es gibt immer Appler for free, das ist ganz wichtig, ja, man muss auch alles, was wir lernen können, können wir auch trinken, und was den Workshop vielleicht von so klassischen Networking-Veranstaltungen unterscheidet, ist, dass es immer einen interaktiven Teil gibt, die Leute müssen wirklich was tun. Wie sieht das konkret aus? Nochmal hier die Hard Facts. Wo findet das statt? Das sind wechselnde Locations in Darmstadt. Wir haben klein angefangen und sind größer geworden. Wann ist das? Also je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Wir schaffen so 3 bis 4 Shoppe pro Jahr. Und wie viele? Also das sollte ich dir. Wir suchen immer Geeks, Agenturhainer und Webwatzeviertel, also die Darmstädter wissen, das Watzeviertel ist ein Viertel in Darmstadt. Es ist im Prinzip jeder willkommen. Wir freuen uns immer, es sind auch Frankfurter immer da, das ist ganz grandios, die extra anreisen dafür. Ich glaube, am besten ist es, wir blicken mal kurz zurück, dann kann man sich mehr darunter vorstellen. Also man sieht, es gibt Äppler. Der erste Workshop hatten wir zuerst einen Vortrag, die schönsten Shitstorms, das war ein klassischer Social-Media-Vortrag, wir haben diese ganzen Bandbreiten des Shitstorms erklärt und die ganzen Skurrilitäten, die es darum gibt und wie abwegig das eigentlich ist. Und unser Sponsor, die Kälterei Dölp, hat noch einen Vortrag gehalten, vom Heiner zum Hipster, wie der Äppler in den Späti kam. Es ist nämlich war wirklich super interessant, so als Internetmensch mal zu erfahren, wie gekeltert wird und wie schwierig es tatsächlich ist, den Äppler über hessische Grenzen hinaus zu bekommen. Es ist eine große Herausforderung. Beim zweiten Mal war das Zucker dann schon hart überfüllt. Der Wissensteil hat der Jürgen Eichholz gemacht. Der hat uns gezeigt, wie man aus Pfefferminzdöschen und einem Lötkolben ein Ladegerät für sein Handy bastelt. Und danach, da hat sich dieses Format schon so ein bisschen gefunden. Wir haben dann um den goldenen Supershop gespielt. Und es gab so ein Workshop-Quiz. Ja? Das heißt, die Leute hatten dann auch hier solche... Wir geben uns auch ein bisschen Mühe mit den Badges. Ja? Also hier kann man jetzt, wenn man eine Frage richtig beantwortet hat, konnte man die so runterschieben und es gibt so verschiedene Shop-Level. Also wir haben einfach die Leute auch willkürlich zusammengewürfelt, also so Quiz-Teams gemacht und die mussten dann schön Ratespiel. Beim dritten Mal waren wir dann in einem alten Theater in Darmstadt. Der Andreas Schepers von der ESA war da und hat was über twitternde Astronauten und singende Kommandanten erzählt und es gab einen, ich glaube, den größten Nerdwitze-Wettbewerb, den Südhessen je gesehen hat. Das war ganz grandios. Es gab auch so Stimmzettel wie What the Fuck der Gewinner des goldenen Roffelkopters war wirklich ein super lustiger Typ. Beim vierten Shoppe und Spiono das Motto gewesen. Wir haben hatten Leute, die uns erzählt haben, was wir tun können, um uns gegen Überwachung zu wehren, und interaktiver Teil, wir haben unsere ganzen Zuschauer ausgespäht und haben sie mit diesen Datenschnipseln Spionagegeschichten entwickeln lassen. Das war der interaktive Part.
So, meine Zeit ist am Ende. Hopp, 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 wir sind de Kopp. Am 17. März 2014 geht's weiter. Wir suchen noch Mitstreiter, die mit uns den Workshop entwickeln. Wir suchen weiterhin grandioses Publikum, was mit uns mitpetzt. Und wir würden uns freuen, wenn es mehr Appler auf anderen Web-Events gibt und mehr Zeit für Quatsch. Ja, danke.